So, Freunde, der siebte Spieltag steht an und ich habe tatsächlich an diesem Spieltag deutlich mehr verändert als sonst. So, erstmal seht ihr schon hier 3-4-3. Und zwar habt ihr ja gesehen, dass meine Verteidigung extrem schwach war. Ich habe Langorau umprobiert. Ich habe erstmal drei Verteidiger rausgeschmissen, Abraham, Nastasic und Bicacic. Und mit dem Budget, das waren, meine ich, 22 Millionen, musste ich mir dann dementsprechend drei neue Verteidiger kaufen. So, ich habe lange umprobiert, bin letzten Endes nur zu einer Kombination gekommen, wo ich mit einem eigentlich nicht ganz so zufrieden bin, den man aber in einer Notsituation doch ganz gut spielen lassen kann. Also er ist keine Vollpfeife, was die Punkteausbeute angeht. Auch von bis jetzt 6 Spielen, wenn man sich seine Statistik anguckt. Habe mich aber doch dazu entschieden, auf Dreierkette umzustellen und dann auf Vierer Mittelfeld zu gehen. Heißt, wir haben jetzt zum einen als Neueinkauf Daniel Brosinski von Mainz, Robin Koch, ein weiterer Freiburger, der dritte jetzt im Team, steht also jetzt gleich mit der Anzahl von meinen Gladbachern. Und ja, der dritte ist Marco Friedl von Bremen. Alle drei eine recht in Ordnung Ausbeute. Jetzt mit Friedl am schlechtesten mit 36 aus 6 Spielen. Aber Koch und Brosinski ganz ordentlich. Hatte erst noch Hakimi drin. Allerdings hätte ich dann als dritten Verteidiger dazu eine komplette Lusche haben müssen. Und zwar wären wir dann gerade mal im 100.000 Bereich gewesen, was den Marktwert angeht. Heißt Spieler, die nie spielen. Also quasi habe ich dann auch keine richtige Wechseloption. Dementsprechend habe ich Hakimi wieder rausgeschmissen und dafür ihn rein. So, Mittelfeld habe ich dann so gelassen. Ich habe Höfler nicht mit reingenommen, habe stattdessen noch Kramer mit ins Mittelfeld dazugenommen. Starspieler habe ich aber so gelassen, Torwartposition habe ich gelassen und Sturm habe ich so gelassen. Ja, ich denke ansonsten gibt es nichts mehr zu sagen. Ich probiere das Ganze jetzt so aus und gucke, wie man am letzten Spieler gesehen hat, Verteidigerposition ist jetzt so meine neue Baustelle, meine neue Großbaustelle. Wie gesagt, Mittelfeld habe ich wegen den gelben Karten immer noch ein Problem. Allerdings mit 3 Transfers war mir erstmal die Verteidigung wichtiger. Ja. Ich denke, so kann man das zusammenfassen. Und würde sagen, so können wir dann jetzt in den siebten Spieltag gehen. Ich hoffe jetzt nach 2 Spieltagen mit etwas weniger Punkten, 90 Punkte, 79 Punkte, die dann zu 2 Platzierungsabstiegen geführt haben. Hoffe ich, dass es jetzt wieder nach oben geht mit dieser neuen Formation. Vielleicht ist da 3-4-3 die neue Gewinnerstrategie.